Ich würde Ihnen gerne eine Geschichte erzählen. Also erstmal vielen Dank, dass ich die Chance habe, Ihnen von unserem Projekt zu erzählen. Uns ist klar, dass wir, auch wenn wir schon seit 10 Jahren am Markt sind, auch aus Berlin kommen, es wahrscheinlich noch keine große Verbreitung gefunden hat. Wir hatten Montag erst wieder ein großes Pressrelease, für uns großes Pressrelease, in dem eine Partnerschaft zur Förderung von Wasser auf dem Mond mit Ariane Group quasi publiziert worden ist. Aber ansonsten ist das, was wir tun, immer noch ja, irgendwas für Nerds, irgendwas so weiß keiner, braucht keiner. Deswegen würde ich Ihnen gerne unsere Geschichte erzählen und wo wir herkommen, was wir tun. Das Bild kennen Sie, hoffe ich. Also wir sehen die Erde vom Mond. Dieses Bild hatte zu Weihnachten letzten Jahres sein 50. Jubiläum gefeiert, weil vor 50 Jahren Apollo 8 das erste Mal einen Menschen, oder drei Menschen, um den Mondorbit, jetzt kratzt das hier am Bart, glaube ich, also ich versuche das mal wegzuziehen, im Mondorbit gehabt haben, sodass wir die Erde als blaue Kugel gesehen hatten. Dieser Blick fasziniert uns seit Anbeginn der Raumfahrt. Und meine, Sie haben zwar gesagt, Sie beenden jetzt die Sache mit dem Quiz, aber ich finde das immer cool, einfach so die Leute auch wieder zu mit. Machen, zu bewegen. Die Entfernung zum Mond, also quasi von da unten bis da hoch, zur Erde, die sind alle aus der Logistikbranche, die haben mit Entfernung zu tun. Wie weit ist der Mond weg? Freiwillige vor, bevor ich meine Hand irgendwie. Sie sind ja gebiased, Ihnen habe ich es vor die Woche erzählt. Das ist gemein. Okay, 384.000 Kilometer sind wir weg. Gut. Ansonsten ein bisschen mal Factsheets zum Mond. Wer ist da Firm? Ich meine, drei Letter kurz hätte ich vorhin echt mies ausgesehen, bin ich ganz ehrlich. Ja? Also, Mond hat keine Atmosphäre, wir haben ein komplettes Vakuum, wir haben 500 Mal die Strahlung, die wir auf der Erde haben. Wir haben diese Tag-Nacht-Zyklen, wenn die Erde den Mond verdeckt, das wir ja schön am Abendhimmel immer sehen, sobald wir keine Wolken haben. Und dann springt die Temperatur auch. Von 130 Grad plus am Tag zu ganz schnell ganz kalt. Und ganz kalt ist in der Definition des Mondes minus 180 Grad. Das überlebt dann auch die Elektronik erstmal nicht mehr so. Also Mil-Specs sind ja, ich glaube, minus 55 Grad oder so. Das heißt, da gibt es noch so ein paar Herausforderungen. Egal, wir wollen hier heute nicht über technische Details reden. Das überlassen wir den Technikern. Wir reden über Vision und über Innovation. Das ist ja, stand ja so drunter. Wir wollen zurück zum Mond. Wir wollen als privates Unternehmen zurück zum Mond, wo die Menschheit den Mond verlassen hat. Wir werden in diesem Jahr 50 Jahre Mond feiern. Arte macht das schon mit dem Winter of Mons. Kann ich echt nur empfehlen. Arte macht momentan, bringt eine ganze Reihe von richtig coolen Mond Beiträgen, Documentaries, also nicht nur RTL. Deswegen, ich will mal eine Lanze für die öffentlich-rechtlichen brechen. Auch verfügbar in der Mediathek. Also lohnt sich wirklich. 50 Jahre Mondlandung, Apollo 13. Wir wollen zurück zu Apollo 17, wo die Menschheit den Mond verlassen hat. Warum? Wir wollen mit dem, was wir tun, eine Zukunft der Menschheit auf dem Mond mit ermöglichen. Das heißt, wir wollen aus der Vergangenheit lernen. Die Idee ist geboren. Und wenn Sie die Story hören, sagen Sie, ja, das passiert im Silicon Valley alle Nase lang, meinetwegen auch in Tel Aviv, aber doch bitte schön nicht in Berlin-Marzahn. Das tut man nicht. Vor 10 Jahren gab es einen Wettbewerb, den Google Lunar X-Preis. Mein Chef, der Robert Böhme, damals ein 22-jähriger IT-Sicherheitsexperte bei der Bundesregierung in Berlin angestellt, hörte von diesem Wettbewerb, fand das irgendwie cool, weil IT-Nerd, ja, da kann man sowas cool finden, hat sich mit Freunden zum Grillen getroffen und hat eine Frage gestellt. Und zwar, is there any reason that we can't go back to the moon? Und keiner von seinen, Klammern, IT-Kumpels hatte natürlich irgendwie einen Plan davon, sagte, nee, lass uns das mal machen. Ja, man hat ein bisschen privates Geld zusammengesammelt, hat angefangen, Rover zu bauen, hat angefangen, Länder, also nicht Raumschiffe, Mondländer zu entwickeln, 3D zu drucken damals schon.
hat mehr Geld eingesammelt, hat bei Google, beim Google Luna X-Preis Meilensteinpreise gewonnen, im Wert von 1,5 Millionen Dollar über die Jahre. Und man hat das immer weitergetrieben. Und heute sind wir in der Situation, dass wir sagen, wir haben Raketenstart auf eine Falcon 9 gebucht. Wir fliegen Ende nächsten Jahres oder mit der Dynamik, die Raumfahrt so mit sich bringt, vielleicht Anfang nächsten Jahres. Aber wir werden zum Mond fliegen. Wir sind soweit. Innerhalb von 10 Jahren. Und darauf sind wir ziemlich stolz. In der Geschichte kamen dann auch größere Partner dazu. Audi hat uns sehr, sehr schnell das Vertrauen geschenkt, mit dem Vorgängermodell des Audi Luna Quadros, unserem R3. Der wurde noch klassisch hergestellt, Teile geschraubt, gesägt, gedrechselt, keine Ahnung. Also Audi hat dann das Thema 3D-Druck mit uns eingeführt. Wir konnten, und unten sehen Sie den Audi Luna Quattro in der aktuellen Prototypenversion. Der in der Größe, mit dem Gewicht, wird zum Mond fliegen. Also jetzt nicht der, ein Nachfolgemodell mit dem. Der ist 80% 3D gedruckt. Aus einer Aluminium-Magnesium-Legierung, wie Sie sie hier sehen. Und ich gebe das Rad hier auch gerne mal durch. Erschlagen Sie Ihren Nachbarn nicht mit. Es ist schwer. Es ist für uns ein Ausschussdruck gewesen. Deswegen kann man hier sowieso problemlos rumzeigen. Die neuen Räder haben größere Schaufeln dran. Das war so mal ein Detail. Wir nennen sie die Showpushen, mit denen kann man so schön über den roten Teppich fahren. Und der Rover, wie er da unten steht, war zum Beispiel in dem letzten Alien-Film drin, in dem Alien Covenant. Also Ridley Scott hat uns angerufen, hat gesagt, ich habe euren Rover gesehen, coole Geschichte, kann ich den in meinem neuen Movie haben. Das sind so diese Momente, wo man dann denkt, ja, bitte. Und Audi war natürlich auch extrem begeistert, uns dazu unterstützen, und so ist dann unser CTO mit dem Rover nach Neuseeland gefahren, also auf den Exoplaneten, den Ridley Scott dann bevölkert hat, wir hatten unsere, ich glaube, 10 Seconds of Fame in dem Film, wurden dann auch zur Premiere eingeladen, und man hat halt Spaß damit, muss man ganz klar sagen. Man kriegt, also ich gucke mal so in die Runde, viele von uns haben ja Apollo miterlebt. Also zumindest waren wir schon da. Also ich war da, habe es aber nicht unbedingt miterlebt als erste Mondlandung. Das heißt, alles, was später kam, hat natürlich das ganze Thema Apollo-Moment gar nicht so aufgenommen. Und das sind so die Kinderaugen in uns Technikern, in uns Nerds, die dann aufgesagt haben, oh, ihr geht da wieder hin? Wie geil ist das denn? Genau. Und ich weiß, ich werde die 15 Minuten hier wahrscheinlich gnadenlos überziehen, aber ich gebe mir Mühe. Wir haben mit Audi zusammen und jetzt Vodafone dann auch Mission to the Moon als Brand kreiert, unter dem wir unseren ersten Flug machen, zum Mond zurück. Das werden Sie jetzt in den nächsten Monaten und im nächsten Jahr, ich glaube, relativ häufig medial sehen. Wir haben mittlerweile einen exklusiven großen Medienpartner, der sich damit auskennt, weltweit solche Sachen zu promoten. Der verleiht uns Flügel. Das ist Red Bull Media House, die gesagt haben, da sind wir dabei, da helfen wir euch, da unterstützen wir uns als Medienagentur. Ich erzähle mal ein bisschen mehr zu den Partnern. Was wollen wir da, wo wollen wir hin? Ich habe gesagt, da, wo die Menschheit den Mond verlassen hat, und das ist in dem Falle Apollo 17, die Landing Site. Sie sehen hier das LRV, das Lunar Roving Vehicle aus dem Jahre 72, und wir haben da mal ein bisschen nachgeholfen mit Photoshop, also das ist nicht echt, also das ist jetzt kein Beweis, dass wir schon da waren. Also ich will das jetzt ein bisschen spoilern, ja. Also ich soll sagen, der Kriening hat gesagt, wir waren schon da und haben ein Bild gezeigt. Das heißt, wir wollen mit zwei Audi Luna Quattros zurück zu Apollo gehen. Warum zwei? Weil A, wären wir damit die Ersten, die überhaupt zwei relativ einfache Rover zu einem Ziel im All schicken oder auf einem fremden Planeten schicken. Und das Zweite, was viel cooler ist, die können sich gegenseitig filmen. Wie geil ist das denn? Weil Curiosity auf dem Mars, Riesenerfolg für die NASA, irres Projekt. Was sieht man vom Mars aus dieser Ego-Shooter-Perspektive? Rote Sand, roter Hintergrund, cool. Der fährt ein bisschen, also übersetzen Sie es dann ins Graue, wir fliegen zum Mond, erste Bilder vom Mond, alle sind begeistert, wow. Wie erwartet ist es grau, wir fahren einen Kilometer weiter, ist immer noch grau. Ja, dieses 50 Shades of Grey wollte ich jetzt nicht bringen, aber danke für die Vorlage.
Egal. Was uns begeistert hat damals bei der Mondlandung war natürlich, wenn Menschen da waren, wenn was passiert ist, wenn die irgendwie interagiert haben. Und das versuchen wir natürlich dann jetzt in der Konfiguration mit den beiden Rovern zu machen. Das sind aber nicht nur Kamerapods, muss man ganz klar sagen. Da sind ein Haufen wissenschaftlicher Experimente drin. Da ist ein Gravimeter drin, in dem anderen ist ein Laser drin, der das Mondregolith bearbeitet. Und Destination steht ja oben drüber, Apollo 17 ist extrem spannend für uns. Wir werden die Ersten sein, die zu diesen Destinationen zurückgeht. Und es gibt keine Bilder von Apollo seit 1972. Warum gibt es die nicht? Die Amerikaner haben zwar den Lunar Reconnaissance Orbiter ins All geschickt, der löst aber auf mit 80 cm pro Pixel. Also bei 4x2 Meter Fahrzeug ist es halt so 10 Pixel. Da können Sie sagen, da ist was. Und damit war dann die Tiefe der Analyse auch schon beendet. Das heißt, keiner weiß, wie der aussieht, keiner weiß, ob der noch halbwegs in der Struktur ist, ob der zusammengefallen ist, ob da Staub drauf liegt oder nicht, ob der ein Parkticket hat oder so, keiner weiß es. Wir gehen natürlich extrem vorsichtig davor, wenn wir da hinkommen. Wir haben mit der NASA da an diesen NASA Protection Guidelines gearbeitet. Das heißt, auch hier diese Distanz, sehen Sie, wir werden bis 80 Meter ranfahren nur, um diese Schutzzone, die es gibt und die wir akzeptieren, gegenüber der NASA auch einzuhalten. Wie gesagt, da wollen wir hin. So ein paar Key Facts für die erste Mission. Wie gesagt, die ersten hatte ich gesagt. Vodafone ist auch einer unserer Partner, der zweite Key Technology Partner. Und bevor Sie jetzt die Sache mit den Roaming und den Mondgebühren oder sowas bringen, Vodafone wird ein 4G, ein LTE-Netzwerk auf dem Mond aufbauen mit uns. Warum ist das spannend? Ja, wir können mit unserem iPhone auf den Mond und können dann telefonieren. Das ist cool. Allerdings 10 Jahre zu früh. Was kann ich aber auch noch machen mit LTE? Ich kann natürlich Datenverbindungen aufbauen. Und ich meine, let's face it, auch auf der Erde nutzen wir LTE in 95% für Datenkommunikation und nicht für Sprache. Und genauso dort, bloß dass man da das iPhone in einem Rover verbaut hat oder das Nokia-Phone in dem Fall, im Rover verbaut hat und der Rover via LTE die HD-Bilder und die technischen Daten an den Länder zurücksendet und von dort zur Erde. Das soll aber auch langfristig dort aufgebaut werden. Und wir wollen es testen. Wir können das Ganze nicht alleine, hatte ich vorhin gesagt. Wir arbeiten mit sehr großen Partnern zusammen, Audi, Vodafone als die beiden Key Technology Partners, wie wir sie nennen. Wir haben aber auch Omega. An der Stelle war es schön zu hören, dass es jetzt ein Spinnennetz-Armband gibt. Ich meine, wir müssen halt diese Monduhren tragen, aber was tut man nicht alles für seine Partner? Die anderen sehen Sie selber. Nokia Bell Labs, auch ganz, ganz, ganz spannend. Ganz viele kleine, und das hat uns überwältigt die letzten Jahre. Ganz viele kleine Unternehmen haben gesagt, ihr macht geilen, also tolle Sachen. Wie können wir euch unterstützen? Mit Hardware, mit Technik, mit tatsächlich auch, wir hatten einen gehabt, der hatte uns 50 Euro überwiesen, hat uns geschrieben, für Pizza. Und wir sind da total dankbar. Ich meine, wir fristen immer noch so dieses Nerd-Dasein, klar. Aber es ist schön, diesen Zuspruch zu bekommen. Natürlich arbeiten wir auch mit allen den großen Agenturen zusammen, mit der DLR, mit der ESA, mit der NASA und anderen Agenturen weltweit. Wie gesagt, das Press-Release, was am Montag rausgegangen ist mit Ariane Group, ging darum, Wasser auf dem Mond für die ESA zu finden und zu extrahieren. Und wir werden da den Transport anbieten. Wir sind ein richtiges Unternehmen mittlerweile. Wir sind gewachsen im letzten Jahr von ein bisschen über 20 Leuten auf 70. Auch eine andere Herausforderung, die auch nicht technisch ist, einfach Wachstum zu managen. Sehr anspruchsvoll. Und drei der Gründer sind hier auf dem Bild drauf, der Robert, Sven und der Jürgen. Als sie gegründet haben, das Unternehmen, waren sie halt alle in den 20ern, jetzt so in den 30er Jahren. Irgendwann hat man festgestellt, man braucht auch ein paar Grauhaare ja dabei. Dann ist der Rest dann dazugestoßen. Also ich bin jetzt 3 Jahre dabei. Wir sind extrem stolz darauf, dass wir rausgehen mit dem Slogan, mit unserem Mantra, Space belongs to everyone. Und ist
Space für uns ist etwas, wo jeder Zugang zu haben sollte, um sich zu verwirklichen, um seine Projekte dort zu machen. Es sollte nicht ausschließlich für die großen Mächte dieser Welt sein. Du hast es vorhin gesagt, die Chinesen sind auf der Rückseite des Mondes gelandet, finden wir großartig. Absolut. Wir können nicht gegen die Chinesen antreten. Mittlerweile haben aber auch viele mitgekriegt, wow, die Chinesen wollen ja nicht nur zur Rückseite, die Chinesen wollen ja noch viel mehr machen. Und sie haben jetzt gerade auch ihre Pläne für Chang'e 5, 6, 7, 8 gezeigt, bis hin zur Mondbesiedelung. Wir wollen auch mitspielen, auch wenn wir nur ein kleines Unternehmen sind. Wir laden aber damit halt jeden ein auf der Welt, auch Sie, mit uns zum Mond zu fliegen, Ihre Experimente, Ihre coolen Sachen auf dem Mond hinzubringen. Jeder, der in friedlicher Absicht kommt, findet bei uns Gehör. Wir haben natürlich auch Export- oder Importbeschränkungen darauf, auf die ich halt nicht eingehen möchte. Also wenn jemand jetzt gerade aus Iran kommen würde oder Nordkorea, müssten wir das nochmal drüber nachdenken. Dahinter steht natürlich auch Technologie. Ein Stück der Technologie, den Audi Luna Quattro, sehen Sie unten. Hat mir vorhin schon ein bisschen was zu gesagt. Kann bis zu 5 Kilo Payload mitnehmen. Aber dahinter steht natürlich auch ein Mondländer. Also das Arbeitspferd, unser Flugzeug, was quasi uns aus dem Erdorbit hin zum Mond bringen wird. Alina, unser autonomes Lande- und Navigationsmodul, wird in der Startkonfiguration 300 Kilo Kapazität haben. Wir werden nur mit 200 Kilo Payload auf den Mond fliegen. Das resultiert dann, also die 100 Kilo Differenz sind einfach Sicherheitsreserve, das resultiert in einem Länder, der 3,5 Tonnen schwer ist, wenn er aufgetankt ist. Und wir haben eine komplette Falcon gebucht, SpaceX Falcon 9 Rakete. Wir fliegen also auch dann vom Startplatz 39A in Cape Canaveral los. Wir haben da so unsere eigene Rakete. Auch so ein Side-Fact, der einfach verdammt cool ist, wenn man das erzählt. Das Ganze machen wir jetzt nicht nur, weil es ein cooler Medien-Geek ist oder so, sondern wirklich, weil wir an ein Geschäft glauben. Und ich glaube, der Herr Gerber hatte vorhin von der Glaskugel geredet. Also gerade in meiner Funktion, ich habe die. Also ich gucke da rein und sage, hey, ich glaube da einfach dran. Ja? Weil wir glauben an eine Mondökonomie, die sich irgendwann mal aus Infrastruktur und Transport ergeben wird. Und Sie sehen das hier so ein bisschen abgebildet. Unsere erste Mission ins Taurus Littrow Valley 2019-2020 geplant. 11,5 Tage wird die nur lang sein. Hat jemand eine Idee, warum? Also nicht, dass wir noch einschlafen hier. Was ist denn das? Ja, genau, weil es einfach dunkel wird und dann kalt wird, ganz genau. Die 14 Tage, davon können wir 11,5 Tage nutzen, weil diese Solarpanel natürlich die Sonne im bestimmten Winkel brauchen. Dadurch resultiert das. Top. Hätte ich nämlich was. Ich habe hier nämlich einen coolen Hell Yeah, it's Rocket Science Aufkleber, den ich Ihnen dann gerne geben würde dafür. Also ich kann natürlich da nicht gegenhalten. Alle anderen finden den Aufkleber unten in dem Ständer drin. Mit der Mission 1 ist es aber nicht getan. Wir gehen weiter voraus, Mission 2, zwei Jahre später. Das soll auch so unser Zyklus sein, alle zwei Jahre zu starten. Malapert-Massiv. Malapert ist Südpolregion des Mondes, in der Nähe der Peaks of Eternal Light. Und das heißt, wir haben dort viel mehr Energie zur Verfügung. Wir haben 160 Tage Sonne. Klar, in einem anderen Winkel dort, aber zumindest verfügbare Sonne und nur 4 Tage Nacht. Die versuchen wir dann irgendwie zu überstehen. Also so warm einpacken, Energie speichern und halt heizen. Klar, macht man ja hier nicht anders. Das ist halt so ein Ziel. Und das Thema dann ISRU. Und ISRU, unser Begriff für In-Situ Resource Utilization oder Wasser fördern, das wird damit halt auch angefangen dann ab Mission 2. Mission 3 ist diese vorhin gesagte, beschriebene Mission mit der ESA und dann immer weiter hin zum Moon Village. Und Moon Village ist ja dieses Konstrukt, dieses Konzept vom ESA, also European Space Agency, Generaldirektor Jan Werner, eine Einladung an alle, ein gemeinsames Monddorf, eine Mondbesiedlung zu
machen. Da wollen wir mit hin. Auf dem Weg dahin sind natürlich noch einige technische Meilensteine zu lösen. Wir maßen uns nicht an, dass wir die eierlegende Wollmilchsau zum Mond schicken. Wir werden gucken, was geht. Wir sind New Space, wir dürfen auch mal versagen. Ja, es muss nicht alles klappen. Also wir werden fliegen, wenn es good to flight ist und nicht, wenn es tested to death ist. Kommunikation, High-Speed Network, also Laserkommunikation vom Mond runter zur Erde, um einfach hohe Datenraten zu erreichen, Night Survival hin zum kompletten Mondkraftwerk, alles, was dann nachher Human Exploration unterstützt. Jetzt, genau, Moon Village, hatte ich gerade auch was von erzählt. Wie stellen wir uns das vor in 10 Jahren zurück auf den Mond? Mission Go, all data looks beautiful. Channel's clear, over. Armstrong, 1969. Apollo 17, 1972. Mission Control, Discovery Mode. Audi, Quattro. Es gibt so einen kleinen Vorgeschmack, was unsere Partner so medial auch vorhaben. Wenn Sie Lust und Laune haben, schauen Sie auf YouTube mal nach PT Science oder Part-Time Scientist und Schätzing. Wir haben mit Frank Schätzing zusammen so einen 5-Minuten-Trailer gemacht, den mag ich nicht zeigen, der so ein bisschen auf die Warum tun wir das und Vision ausgeht. Also der ist auch ganz cool. Wenn Sie sich natürlich die Frage stellen, hey, wie können wir euch denn unterstützen? Da hätte ich hier was vorbereitet als Folie. Ich werde mich natürlich an die Compliance halten und hier nicht über Kosten reden. Aber zum Beispiel würden wir Ihre Payload mitnehmen. Und was Sie da sehen, ist so eine Payload-Box, sieht so aus. Also so 10 mal 10 mal 2,5 hier oder 5 Zentimeter, wo Sie Daten, wo Sie Valuables, wo Sie einfach cooles Zeug mit auf den Mond schicken können. Und dann natürlich zu Hause sagen, hey Schatz, ich habe jetzt diese tolle Uhr auf den Mond gebracht. Die ist jetzt weg, aber du hast jetzt etwas auf dem Mond. Daraus kann man natürlich was machen oder es sind natürlich auch aktive Experimente, die man damit machen kann. Ein Punkt, der ist auch ganz wichtig. Wir tun unheimlich viel im Bereich STEM, im Bereich Nachwuchsförderung. Wir nennen das Mani Rover Challenge. Und der sieht so ein bisschen, der ist so ein bisschen angelehnt an den Audi Luna Quattro, ist aber tatsächlich Open Source. Den kann man selbst bauen, den kann man selbst zu Hause bauen, den kann man als Uni nachbauen. Diesen werden wir in diesem Jahr, quasi fertig haben und als Plattform an Universitäten rausgeben, um dort eine Challenge drauf, eine Software-Challenge abzubilden drauf, um Autonomie auf den Mond zu bringen, um Schwarmtechnologie auf den Mond zu bringen. Das heißt, wir sind ja unter Logistikern, wie cool wäre es denn, wenn Sie dort Schwärme von Rovern haben, die einfach Sachen tun und miteinander arbeiten. Und zwar unabhängig von der Steuerung von der Erde. Sie tun es einfach dort oben. So, und da wollen wir hin. Da haben wir jetzt ein Modelle gefunden, die man relativ preisgünstig quasi produzieren kann, also mit Lasercuttern, mit 3D-Druckern etc. Werden das Ganze Open Source machen und freuen uns dann natürlich auch über die Zusammenarbeit mit Universitäten auf der einen Seite, als auch natürlich mit der Privatwirtschaft, um uns da zu unterstützen. Das war es dann auch schon von mir.